Ich war jung, naiv. Der Krieg brach wie aus dem Nichts über uns herein. Vom König hatte niemand etwas gehört. Das Land war wehrlos. Das Volk wurde wie Vieh abgeschlachtet. Unsere Häuser niedergebrannt. Die Barone näherten sich mit mörderischer Hast. Willkommen, mein Herr. Nein, Barclay hat ihn nicht. Vielleicht stimmen die Gerüchte. William, was, wenn er wirklich geflohen ist? Schnell, wir müssen das Boot erreichen. Reitet zu dem Wachhaus. Sie wollen uns abdrängen. Die Spione, sie dürfen nicht passieren! Angriff! Der Burgherr wird angegriffen! Was jetzt? Jetzt, Master Steel, reisen wir entlang dem Fluss zu einer vergessenen Burg. Einige Mönche bedürfen eurer Hilfe. Es ist also wahr. Sie suchen nach ihrem König. Bald trefft ihr euren ersten Untergebenen, Tom Simpkins, den Informanten. Möge er euch treu dienen. Ich muss Lebewohl sagen, Matthew. Ich reite weiter, um Unterstützung für unsere Sache zu suchen. Sir William sprach oft über unsere Sache. Aber wenn der König tot oder auf der Flucht ist, weiß ich nicht, wofür wir kämpfen. Vor 3 Wochen noch war ich Sir Williams Page. Doch nun sind so wenige Königstreue übrig, dass ich inzwischen meine eigene Länderei befehlige. Thank you.
Ihr müsst ein Vorratslager platzieren, mein Herr. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Leute kommen auf die Burg. Wenn das nicht der junge Matthew Steele ist, ihr seid gewachsen seit unserer letzten Begegnung. Die Brüder und ich brauchen Hilfe, Matthew. Wie ihr sehen könnt, ist die Brücke zu unserem Kloster eingestürzt. Versorgt uns mit Holz und Steinen, damit wir die Brücke reparieren können. Dann geben wir euch eine Schafherde dafür. Eure Beliebtheit steigt. Ihr macht das gut, Master Steele. Aber eilt euch. Die Brüder müssen eine wichtige Mission erfüllen und eine heilige Reliquie wieder beschaffen. Das Land ist zu uneben, um hier zu bauen, my lord. Thank you.
Das passt da nicht hin, my lord. Danke, junger Matthew. Jetzt können die Brüder mit ihrer Suche beginnen und ich kann mich wieder meinen Pflichten widmen. Oh, und hier sind auch die versprochenen Schafe. Danke, Bruder Jakob. Ich werde Sir William Mitteilung machen. Großartig. Was soll ich mit Schafen? Jedem ein Schwert geben und sie in die Schlacht schicken? Was gibt es, Barclay? Jemand war in meiner Burg. Ich dachte, ihr solltet das wissen. Wer war es?
Es waren zwei. Den Jüngeren kenne ich nicht, aber der andere? Ja, wer war der andere? Aus der Distanz sah er aus wie ihr, Devereaux. Wie interessant. Ich habe sie aufgespürt. Ich dachte, dass ihr euch um sie kümmern könntet. Das könnte ich, aber warum geben wir nicht unserem Freund Olaf noch einen prallen Beutel Gold? Gute Idee. Mein Bruder lebt also noch. Ich sehe, dass ihr euch gut eingelebt habt, Master Steele. Wenn ihr Nahrung benötigt, nicht weit von unserem Kloster ist eine Wiese, die ideal für die Hasenjagd ist. Ihr seid jederzeit eingeladen, denn die Biester sind eine wahre Plage. Danke, Bruder. Ich werde einige Jäger entsenden. Sir William hat eine Botschaft gesandt. Er verhandelt mit flämischen Händlern über eine Kompanie Bogenschützen. Die Flamen benötigen warme Kleidung für ihren kalten Winter, für die ich sorgen soll. Sir William hat gebeten, dass ich sofort mit der Produktion beginne. Das passt da nicht hin, my lord. Wir brauchen Holz, my lord. Das passt da nicht hin, my lord. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Eure Beliebtheit sinkt. Thank you.
Das passt da nicht hin, my lord. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Das passt da nicht hin, my lord. Thank you.
Sir William hat eine Botschaft gesandt. Matthew, ihr müsst euch mit der Stoffherstellung beeilen. Flämische Handelsschiffe haben ein Langboot von Olaf Grimzahn, dem Wikingerfürsten, gesichtet. Es wird unserer Sache nicht nützen, wenn seine Berserker Amok laufen. Das passt da nicht hin, my lord. Sir William hat eine Botschaft gesandt. Olaf ist auf dem Weg zu euch und die Flamen haben ihre Bogenschützen noch nicht entsandt. Ich sende euch einen Burgwart, der euch in Militärfragen zur Seite steht. Doch bitte eilt. Wir sind verdammt. Niemand kann Olaf aufhalten. Wir können es nicht mit seinen blutrünstigen Berserkern aufnehmen. Das passt da nicht hin, my lord. Das passt da nicht hin, my lord. Das ist der letzte der Stoffe. Ich hoffe, dass Sir William einen Plan hat. Wir können uns nicht verteidigen. Kein Grund zur Sorge, Tom. Ich bin sicher, dass Sir William bald mit Verstärkung eintrifft. Ein Wandererzähler ist eingetroffen.
Es war einmal ein König, der ein großes Gelage hielt. Er lud Fürsten und Fürstinnen aus dem ganzen Königreich ein, um mit ihnen zu feiern. Die Köche und Diener waren so mit den Vorbereitungen beschäftigt, dass sie den Verräter in ihrer Mitte nicht bemerkten. Die Gäste kamen an und priesen die Leckereien auf der Tafel. Vor genau 5 Jahren endeten die Kämpfe in unserem Land. Ich habe euch gerufen, damit wir gemeinsam unsere Helden ehren und eine neue Ära des Friedens einleiten. Erhebt eure Gläser mit mir auf einen Neuanfang. Ruft einen Apotheker, der König wurde vergiftet. Der König wusste, dass sein Leben am seidenen Faden hing und rief Sir William an seiner Seite. Sir William, übernimmt den Befehl über unsere Armee. Ich fürchte um die Sicherheit unseres Volkes. Eure Majestät, ich werde unsere Grenzen sorgsamst überwachen. Und das war die Geschichte von der Vergiftung des Königs.